Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Wochenblick. Wir starten rein mit Lebensfreude, Wahrhaftigkeit, eine neue Geschichte zu schreiben und ich würde sagen, los geht's in die erste Märzwoche. Hab viel Spaß. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und wir starten heute unseren Blick in die nächste Woche. Schauen wir mal rein, was darf die Botschaft sein? Ihr habt hier tiefes Wissen. Ihr Lieben, bitte bedenkt, es ist eine Kollektivenergie. Es kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente oder aber auch gar nichts. Spür mal in dich rein, du wirst intuitiv wissen, wann es deine Legung ist. Ich bedanke mich auch immer bei euch für eure lieben Kommentare, für ein kostenloses Abo, euer Like. Berühren mich immer sehr. So, wir schauen mal. Bekommen wir noch eine Karte oder reicht uns die höhere Macht mit der Nummer 4? Wow, ihr Lieben, das treue Herz, zwei Kelche, Verbindungen, Verträge auf Augenhöhe, Partnerschaften, Beziehungen hier, wo man sich gegenseitig in die Augen blickt, ne? Wo beide sich hier quasi, wie soll ich sagen, zu seinem königlichen Selbst erhoben haben, wo beide hier sich selber die Krone aufgesetzt haben, wo man sich hier wirklich mit Erkenntnissen, mit Tiefgang begegnet, denn wir haben hier auch die Schlüssel, wo auch Sicherheit auf dich zukommt. Ne? Hier kannst du dich geborgen und sicher fühlen. Vertraue auf die höhere Macht. Auch hier haben wir einen Schlüssel. Du wirst Erkenntnisse bekommen. Schaut mal, wie schön die Farben hier zueinander passen. Perfekt zum Frühlingsanfang. Pastellfarben, sinnlich, liebevoll, empathisch. Hier geht es mit der höheren Macht im bewussten Kontakt mit einer höheren Macht sein, die Gegenwart des Göttlichen, in allem die Kraft des ursprünglichen Wahrnehmen, eine Partnerschaft mit dem göttlichen Prinzip eingehen. Ja, wow! Das ist eine Mega-Woche, die hier anscheinend schon startet. Hier geht es auch mit dem treuen Herz um Loyalität, Treue und Hingabe. Dein Leben steht zunehmend unter dem Zeichen der Loyalität. So wie du von anderen Menschen treue Beweise erhältst, bezeugst du umgekehrt ihnen gegenüber deine Verbundenheit, die aus einer tiefen und unbeirrbaren Gewissheit des Herzens stammt. Wisse auch, dass das göttliche Prinzip dir jederzeit die Treue hält. Welche Art deiner äußeren Lebensumstände es auch sein mögen, sei voller Vertrauen und Zuversicht, denn auf immer bist du geliebt, stehst du unter göttlichen Schutz und göttlicher Führung. Ja, hier geht es ganz klar um die Anbindung, hier im Vertrauen zu bleiben, auf den göttlichen Schutz zu vertrauen, auf die Anbindung zu vertrauen, auf das große Ganze, auch hier im Sinne von Stabilität und Sicherheit, sich hier selbst auch zu begegnen. Und wir schauen noch am Unterdeck. Ihr Lieben, das Ass der Münzen. Was sollen wir noch mehr dazu sagen? Ja, schicksalshafte Veränderungen rollen hier auf dich zu. Fragmente werden hier zum Wohle deiner zusammengesetzt. Ja, hier hältst du Ausschau, welche Puzzleteile dir hier noch fehlen. Du hast dir hier schon etwas aufgebaut. Ja, jetzt sind es nur noch die letzten Bestandteile, die dir zum großen Ganzen, zum großen Glück, zur Veränderungen fehlen. Mega. Hier, ihr Lieben, ne? Geben und nehmen, im Ausgleich Balance schaffen, in sich ausgeglichen sein, für Harmonie und Frieden sorgen, hier auch wirklich jetzt geben und nehmen, ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, vielleicht hast du früher immer nur gegeben, jetzt darfst du dein göttliches Geschenk empfangen. Und ihr Lieben, eigentlich sehe ich es gerade, wollte ich ja hier noch eine Karte als Überschrift ziehen von dem Tarot der Erzengel. Liebes Universum, jawohl. Wow, das Ass Ariel, ihr Lieben. Das Ass der Münzen, wie hier oben auch. Heute ist dein Glückstag. Neue Geldquellen, Zeit oder Unterstützung. Eine Veränderung im Job oder eine Beförderung. Ja, wow, wer will denn sowas nicht haben? Wer sagt denn Nein dazu? Mega, du hast jetzt Chance und Potenzial, hier wirklich etwas Handfestes zu bekommen. Heute ist dein Glückstag, vielleicht ist es auch deine Glückswoche. Ihr Lieben, wir starten ja in den März rein, ja, der sehr vielversprechend auch ist, wo es ja auch heißt, ne, du wirst jetzt Karma ernten, die Konsequenzen deiner vergangenen Taten und Handlungen. Und ich würde sagen, wir starten mit 7 Wochentagen als einzelne Fragmente oder aber als Gesamtenergie. Jetzt müssen wir wieder schauen, ob es alles auf den Tisch passt.
Aber ich glaube, wir legen die hier einfach in die Mitte. Sieht ganz gut aus. Wunderschön. So, wir starten mit der unterliegenden Energie, die euch die nächste Woche begleiten wird. Ja, die 8 der Stäbe. Vorwärts kommen, schneller Vorwärtsdrang, Kommunikation, schnelle Kommunikation, auch Liebesnachrichten können hier auf dich zukommen. Hier geht es auf alle Fälle um schnelle, feurige Nachrichten, auch hier um etwas in Gang zu bringen. Mega. So, wir starten mit dem Montag. Hier hast du mit den 4 der Stäben schon deinen ersten Meilenstein erreicht. Du gehst vielleicht mit Freunden aus, du hast Grund zum Feiern, Grund zur Freude, vielleicht ein Geburtstagsfest. Ne? Hier geht es mit dem 11.11-Portal auch meines Erachtens immer darum, dass du hier mit dem öffnenden 11er-11er-Portal deine Stabilität und Sicherheit gefunden hast. Hier mit den 4 der Stäben auch wirklich etwas erreicht hast schon in deiner Weiterentwicklung und hier Grund zum Feiern hast. Wir klären mal weiter rein, weil ich es gerade sehe, ne? Auch hier haben wir das Schicksalsrad. Liebes Universum, bitte eine Zusatzkarte für die 4 der Stäbe. Mega, ihr Lieben! Der Wahnsinn, schaut mal her, Heilung, Ausgleich, Balance, Harmonie, Frieden, Mäßigkeit, etwas, was vielleicht in der Vergangenheit zu wenig oder zu viel war, gleicht sich jetzt aus. Du bringst hier die perfekte Harmonie in dein Leben, du hast vielleicht auch deine Schattenanteile geheilt und kommst jetzt in deiner Heilphase an. Du bist hier nur noch am Zusammensetzen der fehlenden Puzzleteile, um hier komplett in deinem Ausgleich anzukommen. Hierzu bekommst du nämlich mit dem Ass der Schwerter, ja, wir haben hier das Ass der Münzen, da das Ass der Münzen und das Ass der Schwerter. Hier bekommst du nämlich Klarheit, Wahrheit, Durchbruchsmomente, auch Aha-Effekte sozusagen. Du vertreibst hier mit deinem Schwert die Unklarheit, ne? Vielleicht hattest du auch Grund zur Freude, Grund zum Feiern, dass du deinen Durchbruch geschafft hast. Schaut mal, was ich hier unten drunter durchgemogelt habe, der Magier. Jetzt hast du nämlich alle Werkzeuge, die du brauchst, um deine Zukunft mitzugestalten. Ne? Vielleicht feierst du auch hier den ersten Teilerfolg, dass du dir wieder dein Leuchten, deine Kraft, deine Strahlkraft zurückgeholt hast. Du hast erkannt, dass du hier der Visionär deiner Zukunft bist und Großes erschaffen kannst, wenn du nur an deinen Wünschen, Träumen festhältst und jetzt startest deine Ideen, deine Visionen hier im Irdischen, deswegen auch die Münzen, ne, handfest umzusetzen und dein goldenes Saatkorn hier wohl überlegt richtig zu setzen und richtig zu pflanzen, damit hier Heilung passieren kann und etwas Großes erblühen und wachsen kann. Nämlich, ihr Lieben, ne, wie soll es anders sein? Schaut mal, wie die Karten miteinander sprechen. Das treue Herz, haben wir gesagt, sind die 2 der Kelche. Et voilà, hier haben wir sie. Hier geht es um Partnerschaften, Beziehungen, Bündnisse, Verbindungen, Verträge, wo man sich gegenseitig die Hände reicht, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo wirklich auch Liebe mit im Spiel ist. Ja, hier ist jeder Kelch gleich voll gefüllt. Das heißt, wie ich es hier mit den Kronen auch gemeint habe, hier begegnet man sich wirklich in gleicher Energie. Jeder ist sich selbst gut genug und auch seines Wertes bewusst. Dann kann hier nämlich auch sowas zusammenkommen, auch Menschen im Arbeitsumfeld jetzt deinen Wert erkennen und hier Verbindungen und Verträge geschlossen werden, die du dir vielleicht schon lange Zeit erwünscht, ersehnt, erhofft hast. Hier hast du vielleicht auch affirmiert, dass jetzt hier eine Veränderung stattfinden darf, ne? Du möchtest hier wieder Grund zur Freude und zum Feiern haben und bleibst hier an deinen Zukunftsvisionen dran. Wir schauen mal in den Dienstag. Ja, der König der Kelche, ihr Lieben. Also für alle, die nicht auf die Liebe schauen, ihr seht, ne, Zeit ist relativ, aber er mogelt sich doch immer wieder rein. Der König der Kelche, schaut hierzu auch gerne die Single-Legung an, die ich vor kurzem erst hochgeladen habe. Hier geht es um einen empathischen Menschen, um einen medialen, auch spirituellen Menschen, um jemanden, der wirklich auch reif und weise in seinen Emotionen ist, der hier auch seine Gefühle geklärt hat, der vielleicht auch romantisch ist, mit dem tiefsinnige Gespräche hier auch möglich sind.
Wenn du im Allgemeinen schaust, dann geht es hier auf alle Fälle um die Energie eines Menschen. Ne? Ihr lieben Männer, kann auch eine Frau sein, dreht es euch bitte um. Ist eine Kollektivenergie, kann geschlechterneutral sein. Hier geht es darum, dass dir jemand seinen Kelch reichen möchte, der dich hier in deine Heilung bringt, der dich glücklich macht, der dich erfüllt. Oder aber es ist eure Energie und ihr seid jetzt aufgrund hier eures ersten Meilensteins reif und weise und stabil in euren Emotionen geworden. Denn ja, ihr habt euch hier durchgesetzt mit, wow, schaut mal, ihr habt euch hier durchgesetzt mit den 5 der Stäben, ihr habt gekämpft, ihr habt trainiert, ihr hattet immer mit Machtkämpfen und Konkurrenzdenken und auch Herausforderungen zu tun. Jetzt darf hier etwas ins Fließen kommen, ihr vertraut jetzt auf die höhere Macht und vertraut auch hier, dass es nur noch wenige Puzzleteile sind, die euch fehlen zu den 10 der Kelchen, zur Zufriedenheit, Dankbarkeit, Fülle, glücklichen Stunden, erfüllt sein mit anderen. Denn der Turm, ja, wie soll es denn anders sein, bringt hier Licht ins Dunkel, schnell, plötzlich, radikal. Nämlich du hast hier viele Möglichkeiten, warst vielleicht auch einer Illusion mit einem toxischen Partner, mit toxischen Umfeldern, ne, toxischen Familienmitgliedern, toxischen Arbeitskollegen, aber auch Abhängigkeiten und Süchten hier konfrontiert. Jetzt möchtest du rein in eine neue Welt. Du möchtest nämlich Harmonie, Frieden und Balance leben. Ihr bekommt hier den Schlüssel, kriege ich gleich Gänsehaut, das ist immer ein Megazeichen, zur höheren Macht. Irgendein Zugang Richtung Stabilität und Sicherheit wird euch hier gegeben. Ihr kommt in eure Größe wieder zurück, holt euch eure Kraft zurück. Wow, ihr Lieben, wir haben das Power Couple hier auch nochmal, die Königin der Kelche. Du bist empathisch, du bist sensibel, du bekommst vielleicht auch Hilfe und Unterstützung von Freunden, die dich verstehen, die dir gut zuhören, die genau wissen, welche Gefühle und Emotionen du hast. Ne? Hier geht es darum, deinen eigenen Kelch zu füllen, dich auch für dich zu entscheiden. Ne? Und das haben wir genau hier, wie könnte es schöner sein, 2 Menschen, die ihren Kelch selber gefüllt haben und sich gegenseitig jetzt einen Kelch reichen. Ja, hier geht es wirklich um die neue Zeit, dass man miteinander, füreinander, unterstützend sich gegenseitig hilft. Ja, dass man schaut, dass hier immer Ausgleich herrscht, Balance, Harmonie und etwas hier wirklich ins Fließen kommt. Schaut mal, hier kommt mir ganz deutlich heute das Herz rein, was sie um den Hals trägt. Sie hat ihre Liebe zu sich selber gefunden und ist jetzt auch daran interessiert, erstmal für sich selber gut zu sorgen, um ins Empfangen von guten Möglichkeiten, Dankbarkeit und Zufriedenheit zu kommen. Etwas wird mir noch gesagt, schau ans Unterdeck, ja, okay. Bleibe optimistisch, bleibe aufgeschlossen hier mit dem Bube der Stäbe, bleibe neugierig aufs Leben, nimm dein Leben auch gern mal unter die Lupe. Was sorgt dir im Inneren hier für Wachstum, was begeistert dich, was motiviert dich, was inspiriert dich auch, was bringt dich zum Brennen, ja? Vielleicht bekommt der ein oder andere auch hier von einem König der Kelche leidenschaftliche, aufregende Nachrichten, ne? Das ist auch die Kommunikationskarte, die Message-Karte hier, auch die Angebotskarte. Vielleicht bekommst du hier auch ein Neuangebot, was dir Wachstum verspricht, ne? Vielleicht eine neue Idee, eine neue Vision, eine neue kreative Möglichkeit oder du entdeckst etwas Kreatives in dir. Und jetzt versagt schon die Stimme, denn du hast ja hier die Chance, deine Zukunft mitzugestalten. Du bist hier mittendrin statt nur dabei. So, wir schauen mal in den Mittwoch. Ihr Lieben, mega, wir haben 3-mal das Ass der Münzen. Ich flipp aus. Ist euch bewusst, was das bedeutet? Das heißt, dieses goldene Saatkorn, ja, möchte sich jetzt dir zeigen. Ihr Lieben, bitte bedenkt, wir sind alle auf unterschiedlichen Zeitlinien. Für den einen passiert es jetzt, für den anderen in 2 Wochen, der nächste in 6 Wochen, ja. Je nachdem, wie weit du hier in deiner Heilung fortgeschritten bist, möchte jetzt hier der Stein ins Rollen kommen. Hier kommt wirklich eine goldene Münze auf dich zu, ein handfestes Angebot, ja, etwas Praktisches, wirklich etwas Reelles, etwas Greifbares. Hier geht es um Chance und Potenzial auf Fülle, auf Erfolg, auf Finanzen, auf Stabilität. Mega! 3-mal das Ass. Ihr seht, es lässt sich nicht wegdrücken. Auch hier am Unterdeck noch der Stern, ne, der auch für Klarheit, Hoffnung,
Hoffnung und Wunscherfüllung steht. Vielleicht wird für den einen oder anderen jetzt wirklich ein ganz tiefer, inniger Wunsch möglich, lebbar, umsetzbar. Bitte verlier die Hoffnung nicht. Bleibe im Vertrauen, ne? Bleibe hier bei deiner Medialität, bei deiner Anbindung. Bleibe im Fluss des Lebens. Ihr Lieben, die Chance ist der radikale Umbruch, der radikale Durchbruch, noch eine große Arcana-Karte. Wir haben hier den Magier, wir haben die Mäßigkeit. Hier geht es wirklich um etwas Plötzliches, um Niederreißen alter Strukturen, ums Empfangen deiner Heilung. Jetzt hast du die Nase voll, du möchtest hier etwas in Ausgleich und Balance bringen, du möchtest Licht ins Dunkel bringen, du bekommst hier wirklich radikale Erkenntnisse, nämlich was dich glücklich macht, wohin du willst, was dir Stabilität bietet und Grund zur Freude. Ja, der ein oder andere darf hier auch noch Hilfe und Unterstützung annehmen von jemandem, der eine rationale Meinung dir geben kann, bezogen auf eine Situation oder Angelegenheit. Ja, auch hier als eure Energie mit der Königin der Schwerter, seht ihr das? Sie sitzt über den Wolken, das heißt, sie vertreibt hier die Unklarheit. Sie hat jetzt die Wolken vertrieben und erhebt sich über diese. Ne? Sie steigt aus der Illusion und aus der Verwirrung. Sie setzt gesunde Grenzen, steht für sich ein und auf und kämpft auch für das, was ihre Meinung ist. Sie ist sehr intelligent, sehr klug, ne? Sehr redegewandt, wortgewandt, kommunikativ. Macht es euch hier zum Nutzen. Hier wartet das größte Glück auf euch, die Sorgenfreiheit, die Power, die Energie. Wow, die Sonne, ihr Lieben. Wir haben hier so viele große Arkanen. Das wird eine spannende Woche. Wir schauen mal in den Donnerstag. Mega, ihr Lieben, mit den vier der Münzen auf dem Kopf kommt ihr in die Energie des Loslassen. Etwas, an dem du lange festgehalten hast, etwas, was dich hier vielleicht auch zur Königin der Schwerter hat werden lassen. Ne? Die Königin der Schwerter hat ja ein Ziel und einen Fokus. Sie hat hier in dem Moment ihre Gefühle weggesperrt, entscheidet jetzt rational gesehen aus dem Verstand, ne? Hat zwar eine emotionale Seite und Gefühle, aber ist jetzt wirklich orientiert, hier erstmal klar und deutlich Grenzen zu setzen. Du lässt hier etwas los, an dem du lange Zeit festgehalten hast und kommst jetzt in Empfang und Heilung. So, bekommen wir eine Zusatzkarte bitte. Wow, ihr Lieben, habt ihr das gesehen? Deutlicher geht es nicht. Was haben wir am Unterdeck? Wow. Mega, ich sehe gerade, ich habe ein paar Flecken am T-Shirt, lasst euch nicht irritieren. Die Herrscherin, ihr Lieben, ne? Die Herrscherin ist auch eine große Arkana. Wachstum, Fülle, Harmonie. Du nährst hier gewisse Angelegenheiten. Du gehst mit einer Situation schwanger. Vielleicht wirst du auch schwanger, ja? Vielleicht möchtest du schwanger werden. Vielleicht möchtest du jetzt hier eine Familie gründen. Du möchtest hier auf alle Fälle jetzt nur noch für die Dinge aufstehen und investieren, die dir langfristige Fülle bringen, die dir Wachstum versprechen, ja? Du möchtest vielleicht auch in die Energie der Mutterschaft eintreten, ja, hier fürsorglich für dich ein- und aufstehen sozusagen, etwas nähren, nahrhaft werden, ja, denn hier lässt du los von vielleicht einem karmischen Prozess, der dich in die Energie der Herrscherin geschafft hat, weil jetzt Geben und Nehmen im Ausgleich ist. Du hast hier etwas dazugelernt, du bekommst noch Informationen, die dir vielleicht weiterhelfen, du recherchierst weiter, denn du möchtest hier rein in deine Wunscherfüllung, in deine Eigenliebe und hierzu war ein radikaler Schlussstrich notwendig. Denn ihr Lieben, die 10 der Schwerter ist auch das Ende einer wirklich schweren Zeit, wirklich schmerzhaften Gedanken, schmerzhaften Erfahrungen. Aber nach den 10 der Schwerter kommt nämlich, ihr Lieben, das Ass der Schwerter und daran seht ihr, ihr seid über den Berg, vertraut auf euren Neuanfang, auf eure Klarheit, auf die Erkenntnisse, die ihr aus den Lektionen der Vergangenheit gewonnen habt. Hier, ihr Lieben, mit den 7 der Stäben, ist entweder jemand von außen, der euch beschützt, der euch verteidigt oder aber ihr wehrt in der Energie Angriffe, Konflikte, Kritik von außen ab. Die 7 der Stäbe, ne? Also wenn ihr die 6 der Stäbe habt und ihr habt ja schon Erfolg eingeheimst, dann dürft ihr diesen Erfolg auch mit den 7 der Stäben verteidigen. Ihr bleibt hier ganz bei euch und wehrt Kritik und Angriffe von außen ab. Denn die 7 der Stäbe steht auch für halte deine Mitte, bleib in deinem Standpunkt, vertritt deinen Standpunkt und sorge hier
immer nur für das, was dich glücklich macht, was dich in Harmonie bringt, was dir Wachstum und Fülle verspricht. So, wir schauen mal in den Freitag. Ja, und da haben wir ihn nochmal, tatata, die Prinzessin der Schwerter, ne? Das ist der Bube der Schwerter, wie gerade eben gesehen, am Freitag als Tagesenergie oder zusätzlich zur Gesamtenergie beliehst du dich, du bekommst Informationen, jemand recherchiert vielleicht übers Internet über dich oder du recherchierst, du lernst hier etwas dazu, vielleicht geht der ein oder andere auf eine Fortbildung, ja, beginnt ein Studium, beginnt eine Fernausbildung, hier bekommst du auf alle Fälle Wissen, Informationen, auch Erkenntnisse, klärende Gedanken, mega. Das ist eine Woche der Klarheit, eines radikalen Umbruchs, weil hier wirklich jetzt und hier heißt es, komme ins Empfangen, nämlich für all das, was dich glücklich und erfüllt macht und nicht andere. Ja, ne? Hier mit den drei der Münzen, jetzt geht es darum, zusammenzuarbeiten, Teamwork, ne? Teamwork zum Wohle aller Beteiligten. Du möchtest hier in die Planung gehen, in die Umsetzung gehen. Du möchtest was gestalten, was erschaffen, aber nur mit Menschen, die ja zueinander und zu dem Projekt sagen. Nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Du hast hier nämlich als hohe Priesterin verborgenes Wissen. Intuitiv wirst du hier dein Wissen anwenden. Vertrau auf dein Bauchgefühl. Du bist magisch, du bist mystisch. Du schaffst all das, was du brauchst und du wirst genau wissen, was dich herausfordert und was du loslässt und was du festhältst. Nochmal der König der Kelche, ihr Lieben, zwei. Also der König der Kelche und der König der Schwerter. Es können jetzt zwei Menschen im Außen sein, die hier am Freitag oder als Gesamtenergie auf dich zukommen. Vielleicht ein Chef, ein Ex-Partner oder Ex-Partnerin, ein Rechtsanwalt, ein Notar, jemand, der hier wirklich wortgewandt ist, emotional, aber unterkühlt, sehr harsch und schneidend manchmal auch, aber machtvoll und kraftvoll in den Worten, ja, und jemand, der dir hier aber ein Kelch reicht, der dich gut versteht, der dir auch Lösungsansätze geben kann im Bereich der Stabilität der Emotionen, der hier wieder was ins Fließen bringt, ja, entweder du hast hier die Qual der Wahl zwischen zwei Menschen, oder aber es ist eine Energie, oder aber das eine steht fürs Berufsleben und das andere für die Partnerschaft. Schaut mal, wie es für euch passt. Auf alle Fälle finde ich es hier mega, weil es geht hier wirklich darum, um Klarheit zu schaffen. Wann entscheidest du dich rational und wann entscheidest du dich für deine eigene Liebe und deine eigene Erfüllung? Aber weil wir hier auch die drei der Münzen haben, kann es schon sein, dass es für den einen oder anderen um die Arbeit geht. Ja? Du wirst hier Schritt für Schritt Nachrichten bekommen, Angebote bekommen, Erkenntnisse bekommen, wirst hier aber auch gewisse Dinge dazulernen, wirst für dich ein- und aufstehen und wirst hier, schaut mal, wie grimmig der König der Schwerter schaut, wirst hier bewusst dein Schwert erheben und wirst sagen, nein, ich wende mich hier nur noch dem zu, was mich glücklich macht und erfüllt. Wir schauen mal in den Samstag. Mega, ihr Lieben, wir haben hier wirklich anscheinend die Überwindung des energetischen Mangels. Die fünf der Münzen stehen nämlich für Mangelbewusstsein, Mangeldenken, Einsamkeit, Mangel an Fülle, Mangel an Kraft, Mangel an Ressourcen, Mangel wirklich an Finanzen, ja. Ihr habt hier das Gefühl, boah, ihr kommt hier nicht raus, ihr steckt fest, nirgendwo läuft's rund, ja. Doch hier kommt das Ass der Münzen, was es wieder rundlaufen lässt. Wichtig ist, verteidige deinen Standpunkt, sorge hier für mehr Informationen, frage vielleicht bei einem Chef, Trainer, Coach nach, hol dir Hilfe von Menschen im Außen, die dir gut zuhören, die dich verstehen, weil sie selber durch diese Erfahrung schon durchgegangen sind und widme dich hier mit den drei der Münzen Hilfe und Unterstützung, die dir angeboten wird, um hier aus dem Mangeldenken auszusteigen. Ihr kommt hier in eure Größe, in euren Selbstwert an und wollt die Herausforderungen hinter euch lassen. Immer noch nicht so weit? So, bekommen wir eine Klärungskarte bitte für die fünf der Münzen auf dem Kopf. Mega, ich habe es schon gesehen. Uhuhu, Gerechtigkeit, Karma, ihr Lieben, noch eine große Arcana-Karte. Jetzt
wirst du die Konsequenzen deiner vergangenen Handlungen ernten, ne? Deiner vergangenen Taten, so wie du dich früher vielleicht verhalten hast, kommt jetzt als Bumerang zurück. Hier wird rational zum Wohle aller Beteiligten entschieden. Auch hier haben wir das Schwert, was die Verwirrung hier mehrfach durchschneidet. Ne? Hier geht es darum, dass jetzt ein Ausgleich in dein Leben kommen soll. Und wie ich es ja gesagt habe, der energetische Mangel. Du befreist dich, du sorgst dafür, dass Geben und Nehmen in Balance ist. Ne? Die Hauptkarte ist wirklich hier die Mäßigkeit. Wenn hier ein Overgiving war, dann nimmst du dir deine Anteile zurück. Du bekommst Erkenntnisse, dass du für dich und für deine Fülle jetzt sorgst. Hier bekommt entweder im Außen jemand sein Karma zurück oder aber du erntest jetzt dein Karma deiner vergangenen Taten. Mega, ihr Lieben, wir haben sie vorhin schon gesehen, die 9 der Kelche, hier geht es um Wunscherfüllung, emotionale Erfüllung, wirklich, hier geht es darum, mit sich selber glücklich zu sein, Erfüllung pur, wirklich die Sternschnuppen, ne? Hier wirst du wirklich ins Fließen kommen, du wirst Freude erleben, Dankbarkeit erleben, Genuss erleben, ja, wenn du es schaffst, hier alte Strukturen, Glaubenssätze loszulassen und hier wirklich immer wieder prüfst, möchte ich das? Will ich das? Oder habe ich das nur über mich ergehen lassen? Denn hier geht es jetzt in der neuen Zeit um Verbindungen, Verträge auf Augenhöhe, die hier Licht ins Dunkel bringen. Du streifst deine alte Haut ab und befreist dich und erkennst, dass jetzt schicksalshaft etwas Balance, Gerechtigkeit und Ausgleich in dein Leben voller Fülle kommen darf. Ihr Lieben, ihr seid hier nämlich, was wollen wir mehr? Mit den 3 der Stäben auf der Reise in ein neues Abenteuer. Eine Entwicklungsreise legt ihr hier hin, hier seid ihr schon auf dem Boot, schippert schon Richtung neuen Horizont. Ne? Hinten am Horizont ist das Licht schon erkennbar, dahinter geht es schon weiter, auch wenn ihr hier aufgrund der blendenden Sonne noch nicht sehen könnt, wohin es geht, so geht ihr hier wirklich zielstrebig eure persönliche Weiterentwicklung an. Und wie soll es anders sein, ne? Die Hauptenergie des Monats März, 2 der Münzen oder 2 der Schwerter. Hier geht es noch um die Unentschlossenheit, um Zweifel, aber hier kommt mir rein, du nimmst auch hier deine Schwerter und du schneidest die Wolken durch. Du darfst hier ganz entschlossen für Klarheit sorgen, darfst aus dem Hin- und Herwanken aussteigen, denn hier darfst du auf die gemachten Erfahrungen der Vergangenheit, wie ich es hier schon gesagt habe, vertrauen. Du hast dein Licht in dir gefunden, du hast dich auf die Sinnfindungsphase deines Lebens begeben, um hier Licht in dein Leben und deine Erfahrungen zu bringen. Du bist jetzt der spirituelle Lehrer und trägst dein Licht nach außen weiter. Ihr Lieben, am Sonntag, wow, ich liebe es, was für eine Woche. Und ihr Lieben, ich muss ja sagen, es ist das dritte Mal, dass ich die Wochenbotschaft aufgenommen habe, weil es war immer schwierig mit dem Ton. Die erste Legung hatte keinen Ton, der zweite war der Ton gestört. Ich hoffe, dass es jetzt klappt, aber ihr wisst, nichts passiert ohne Grund. Wunderschön, 4 der Kelche, ne? Die 4 der Kelche stehen ja eigentlich für Ablehnungsthemen, für Frustration, für verpasste Chancen, für traurig sein, die Chancen nicht sehen, ja? Das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Der Kelch ist immer nur halb leer statt halb voll. Aber weil diese auf dem Kopf liegen, ja, erkennst du jetzt deine Chancen. Das heißt, du lehnst hier gesund das ab, was dir nicht gut tut und du lässt dich per se in deinem Wert selber nicht mehr ablehnen, denn du erkennst, was du wert bist und was du möchtest. Ne? Du darfst hier auch schauen, welcher Kelch dir Stabilität und Sicherheit gibt. Darfst hier auch, ne? Schaut mal, wie der Kelch hier leuchtet, mitgestalten, wie wir es mit dem Magier haben. Jetzt geht es darum, in deiner Fülle anzukommen, in deiner Eigenliebe und gut für dich zu sorgen. Ihr Lieben, ne? Der ein oder andere wurde hier in der Vergangenheit abgelehnt. Auch die 6 der Kelche können für Kindheitsthemen, für Erinnerungen stehen. Hier wurdest du vielleicht abgelehnt, hast etwas abgelehnt, trauerst vielleicht verpassten Chancen hinterher. Werde dir bewusst, das, was ist und das, was war, steuert deine Zukunft, hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist. Komm in Frieden mit deiner Vergangenheit, ne? Schließe Frieden, akzeptiere die Vergangenheit und auch jede Vergangenheit hat gute und schlechte Zeiten. Hier möchten sich jetzt 2 Menschen die Hand reichen, in Eigenliebe, emotionale Wunscherfüllung und Heilung kommen und Grund zur Freude und Leichtigkeit haben. Ich hätte ganz gern noch für den Sonntag
eine Zusatzkarte. Ja, wow, ihr Lieben, noch eine große Arcana-Karte und nochmal der Bube der Schwerter. Du bekommst hier Klarheit, Wahrheit, Angebote, du lernst weiter, du interessierst dich, du recherchierst, du beginnst etwas Neues, du findest Freude, ne? Du bekommst klare Nachrichten. Hier geht es nämlich mit dem Hierophant und wir haben die 5, die Freiheit und Veränderung verspricht, um deine Traditionen und Werte, um die Synchronizitäten des Universums. Ja, vertraue hier auf die Botschaften des Universums. Lausche hier dem ein oder anderen spirituellen Lehrer oder du bist jetzt der spirituelle Lehrer, wie wir es als Irre mitgesehen haben. Du erkennst jetzt, dass diese Ablehnungsthemen in der Vergangenheit ihren oder seinen höheren Sinn hatten. Ja, hier leuchtet auch das Licht auf. Jetzt verstehe ich, was ich mitgestalten und miterschaffen kann, denn auch hier die Hand führt von oben nach unten, wie beim Magier. Du gestaltest deinen Weg mit. Mega. Wartet mal, ich hätte ganz gerne hier noch eine Karte. Der Hierophant kann auch für einen spirituellen Menschen stehen, ja, der vielleicht am Sonntag in euer Leben kommt oder mit dem ihr hier eine spirituelle Anbindung hattet. Oder aber ihr überprüft hier eben am Sonntag die Traditionen, Rituale, Werte, die euch ausmachen und schaut, welche Themen ihr ablehnen dürft, welche Themen euch in der Vergangenheit festgehalten haben und wo ihr jetzt neue Wege reingehen oder angehen wollt. Denn ihr wollt hier rein in die 10 der Kelche, nochmal emotionale Wunscherfüllung, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Ihr lieben die 10 der Kelche und die 10 der Münzen, die es auch im Tarot gibt, sind die Jackpot-Karten. Ja, Fülle, 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 Freude, Freude, Freude und Zufriedenheit. Grund zur Freude, Grund zum Feiern, Gleichgesinnte, Familie, Herzensfamilie, Seelenfamilie, wirklich, hier bist du angekommen in dir selber und mit anderen. Ja, schaut mal, ne? Ihr zieht hier nämlich weiter mit den 8 der Kelchen, seid ihr auf dem Weg, alles hinter euch zu lassen, was euch nicht mehr erfüllt. Ihr wollt hier rein in Richtung 2 der Kelche, die wir hier auch liegen haben. Das heißt, bleibt an eurem Weg dran, auch wenn es schwer ist, manchmal etwas oder jemanden den Rücken zuzudrehen. Aber ihr wollt ja hier weiter Richtung 10 der Kelche und raus aus dem Gedankenkarussell, ne? Aus den limitierenden Glaubenssätzen und wollt ja schicksalshafte Veränderung hier in eurem Leben jetzt haben. Wunderschön. So, dann würde ich euch gerne noch eine Karte der Orakel der 7 mitgeben und dann starten wir schon rein in die erste ganze Märzwoche. Genießt den Sonnenschein, das Vögelzwitschern und den Frühling. Ja, ihr Lieben, hier der Tipp der Karten, ne? Lasse Lügenmärchen der Vergangenheit los. Du bist jetzt auf deinem Weg der Transformation, dich zu befreien, weiterzuziehen und dich zu distanzieren von Lügenmärchen. Das ist nämlich die Heilung, die dir hier passiert. Du heilst vielleicht, ne, lässt vielleicht einen Ex-Partner los, möchtest lieber einen emotional empfänglichen Menschen haben oder du distanzierst dich hier von harschen, verletzenden Worten im Bereich der Arbeit oder hattest vielleicht hier auch eine Scheidung von einem Rechtsanwalt. Ja, hier darf jetzt Heilung passieren, denn du darfst eine neue Geschichte erzählen und hier haben wir auch wieder den Schlüssel. Öffne dich, öffne dein Herz, komm ins Empfangen. Und übe dich im Geist der Dankbarkeit. Mega! Ne? Lausche die Ohren, was da auf dich zukommen möchte. Jetzt befindest du dich in der Übergangsphase, in deinem Schwebezustand. Und eine Karte noch, Glaube an Wunder. Was gibt uns das Universum noch mit? Begleitende Energie zu unseren 3-mal Assen der Münzen. Asse der Münzen. Wahrhaftigkeit. Lass deine Masken fallen, ne? Auch die Lügenmärchen und lebe in jedem Moment deine wahre Bestimmung. Nichts anderes sagt auch der Hierophant, ne? Lebe dein authentisches spirituelles Selbst. Hol dir vielleicht Hilfe über die Meditation, mach dich leer, damit du Platz für Neues schaffst. Ganz wichtig, das kann hier auch der Turm
für euch erledigen, ja? Und komme in deine Lebensfreude, sieh das Wunderbare im Alltäglichen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schließen wir die Wochenbotschaft, den Wochenblick. Ich wünsche euch eine zauberhafte Energie in der ersten Märzwoche. Ihr seid hier auf eurer Entwicklungsreise, ihr seid in eurer Heilung mittendrin statt nur dabei. Dreimal Chance und Potenzial auf einen wirklich handfesten, greifbaren Neuanfang. Überlegt, wo ihr eure gute goldene Münze setzen wollt, vertraut auf die Anbindung nach oben, arbeitet mit Freunden und Unterstützung von außen zusammen, komm hier in Balance, überwinde deine Mangelthemen und schließe Frieden mit der Vergangenheit, die dich in Ablehnungsthemen gestürzt hat, werde dir deiner selbst wahrhaftig bewusst. In diesem Sinne, ganz viel Liebe für euch, bis zum nächsten Video und ganz bald, sagt eure Sunny, ciao, ciao.